Der Trainer, liebe Zuschauer, der hat sich lange bitten lassen. Er hat sich lange bitten lassen, aber bei der letzten Blickpunkt-Sportsendung des Jahres, da wollte er logischerweise mit dabei sein. Hier ist Louis van Gaal. Herzlich willkommen. Herr van Gaal, wir haben uns diesen Jahresrückblick jetzt angeschaut und es hat so ausgesehen, als hätten Sie das eine oder andere Mal Angst um Ihren Job gehabt. War das so? Nein. Ich denke, dass ich genau weiß, was ich hier mache. Und da brauchen Sie mich auch nicht angucken wie ein angefahrenes Kaninchen. Ich bin Holländer, ich war bei Barcelona und ich habe auch Holland nicht zur WM gebracht. So, ich bin erfahren genug, um zu wissen, und da können Sie ruhig gucken, wie Sie gucken, dass ich die Meisterschaft zum Bringen werde, zu gehen, kommen, dass wir holen auch. Sie haben nichts verstanden, also brauchen Sie auch nicht so komisch zu lachen hinter mir. Louis van Gaal, ich hatte den Eindruck, dass es erst gelaufen ist mit dem FC Bayern München, als Philipp Lahm seine Kritik angebracht hat, und zwar öffentlich. Was er gemacht hat, ist nicht okay. Ich denke, dass auch in einem anderen großen Verein das nicht richtig ist, wenn man intern verplaudert. So, das geht nicht in Bayern. Das ist auch nicht möglich in einem Verein wie Real Madrid oder Scientology. So, es ist nicht okay. Wir sind 25 Spieler und 15 Trainer. Und da ist wichtig, dass man Disziplin und Ordnung auch hat, ein bisschen. Was machen Sie? Ein Fleck auf den Knie von dem Moderator. Louis van Gaal, Sie kehren ja mit einem harten Besen. Haben wir in den letzten Tagen erst wieder mitbekommen? Nein, das ist als Frage so schon nicht zulässig. Da würde ich Sie bitten, dass Sie eine andere Frage stellen. Ich bin ja hier kurz vor Weihnachten extra in Ihre Sendung auch gekommen. Was passiert mit Luca Toni? Auch diese Frage gefällt mir nicht. Aber ich werde sie natürlich beantworten. Er ist im Spiel gegen Schalke. Ist er früher gegangen, aber nicht, weil er unzufrieden war mit mir als Trainer, sondern es war Lagerverkauf von Hagel. Und er wollte... Er wollte nicht wieder das Nachsehen haben vor Michael Ballack und Claudio Pizarro. So, das ist okay, aber er ist nicht der Mann, der sich an das gehalten hat, was wir von ihm erwarten. Muss er jetzt gehen? Das ist sein Problem. Er ist nicht das, was wir von ihm erwarten. Darf ich habe er gehen? Ihn angerufen, lassen Sie mich aussprechen. Ich bin Holländer und ich nehme mir alle Zeit der Welt. Ich habe ihn angerufen nach einem Spiel und habe gesagt, hallo Luca, ich bin Louis van Gaal, dein Trainer. Ich hätte gerne in 10 Minuten eine Pizza Margherita und eine Insalata Mista. Das hat er nicht gemacht und deswegen muss er gehen. Das ist so normal. Das geht ja relativ schnell bei Ihnen. Jetzt sind Sie in der Meisterschaft bis auf 2 Punkte an Leverkusen dran, stehen im Viertelfinale des deutschen Pokals und in der Champions League haben Sie den AC Florenz. Ist das eine Art Glückslos im Achtelfinale? Nein. Ich denke, es ist eine gute Mannschaft. Und ich habe immer gesagt, ich bin ein Prozesstrainer. Und Uli Hoeneß hat zu mir gesagt, nach dem 5. oder 6. Niederlage oder nicht gewonnenen Spiel, du bist ein Prozesstrainer. Wenn du nicht gewinnst, machen wir mit dir kurz einen Prozess. Verstehe schon. Aber Florenz ist nicht leicht. Herr van Gaal, wissen Sie eigentlich, ich was Ich war Ihre... noch nicht fertig. Es ist aber auch nicht schwer so. Wir können es auf jeden Fall auch bekommen, dem Sieg zu gehen und die Meisterschaft zu kommen in den Bayern. Okay. Wissen Sie, was Ihre Spieler in Ihrer Freizeit machen? Hier sitzt zum Beispiel einer, Andy Görlitz. Ich hoffe, Sie haben ihn jetzt nicht zum ersten Mal gesehen. Ich kenne ihn.
Er ist ein netter Kerl und Fußball ist nicht nur mit den Beinen, sondern Fußball ist auch mit dem Kopf. Aber es ist auch mit den Beinen. So, ich habe gesagt, nimm Gitarre, das ist mit den Händen, ist vielleicht besser. Ich habe das Lied, was er gemacht hat, das ist, glaube ich, ein Musiker jetzt auch. Das finde ich toll. Das ist ein Applaus wert. Ich bin der Trainer, Disziplin und Ordnung, sofort aufhören, wenn ich so mache. Also, ein Applaus wert. Sehr gut. Ihr könnt alle bei mir anfangen, Entschuldigung. Herr van Gaal, es war ein Fest, Sie endlich mal begrüßen zu dürfen hier in Blickpunkt Sport. Ich hoffe, wir sehen uns in der Rückrunde auch. Und ich hoffe, dass Sie dann alle Ihre Ziele erreichen mit dem FC Bayern. Also DFB-Pokal, Champions League und natürlich Meisterschaft. Herzlichen Dank für den Besuch bei uns im Blickpunkt Sport. Danke. Bitteschön.